Für mich ähnelt der Sound eines Saxophons sehr dem einer menschlichen Stimme. Man hat die Möglichkeiten, sehr klassisch zu spielen, aber auch sehr modern bis hin zu jazzig, rockig. Ich würde mal sagen, ein bisschen dreckig und verrucht. Das macht es für die zeitgenössischen Komponisten sehr interessant, weil man viele Klangfarben damit erzeugen kann. Christian Segmehl, 38, einer der besten klassischen Saxophonisten Deutschlands. Zu Hause ist er hier, in Wuchzenhofen, mitten im Allgäu. Segmehl spielt bei den Berliner Philharmonikern, mit der Oper Nürnberg und beim BR-Symphonieorchester, immer wenn ein klassisches Saxophon gebraucht wird. Denn weil das Sax erst so spät erfunden wurde, kommt es im Großteil der klassischen Musik natürlich nicht vor. Jetzt hat er seine erste CD herausgebracht, Agro, mit dem Pianisten Ingo Dannhorn. Ich möchte den Leuten vermitteln, was Kunst kann, was Musik kann. Und Musik muss nicht immer schön sein. Musik kann einfach auch andere Gefühle ansprechen. Musik kann auch einen nachdenklich machen. Musik kann auch einen sentimental machen. Und Musik kann einen auch aggro machen. Auf Aggro sind Stücke von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu zeitgenössischer Musik. Der Münchner Komponist Moritz Eggert hat das Titelstück beigesteuert. Aggro, das ist Musik auch für die, die sonst keine Klassik hören.